Ja, also wie gesagt, es gibt schon das eine oder andere, wo es ein wenig dringlicher einfach dann wird, wo es schwierig ist. Wo ich aber eigentlich hin wollte, ist, dass meistens hat man natürlich trotzdem irgendwelche Prioritäten nicht richtig, weil halt nach der Eisenhower-Matrix wieder mal, dann arbeitest du ständig an dringenden Dingen, aber wahrscheinlich viel zu wenig an wichtigen Dingen, die dir das einfach ermöglichen würden, diese Probleme, die es da scheinbar gibt, in geordnete Bahnen zu bringen. Sodass natürlich am Ende des Tages im Idealfall diese Probleme einfach nicht mehr auftauchen. Also hast quasi du und dein Team oder wie auch immer, hast du die Prioritäten insofern nicht richtig gesetzt, dass du scheinbar ständig Feuerwehr spielen musst und nicht einfach mal dafür schaust, dass die Hütte halt einfach nicht zum Brennen anfängt. Also ich glaube, das wäre das, was man eben daraus lernen sollte aus diesem Reflexionsprozess, ne? Wenn du einfach jeden Tag merkst, okay, da brennt ständig der Hut, dann ist einfach die Frage, wie kommst du aus dieser Situation raus? Was für Schritte musst du heute setzen? Oder wenn du das am Abend machst, was musst du morgen für Schritte setzen, damit du aus diesen Feuerwehrspielen hinauskommst? Und ich meine, ja, ein paar wird das natürlich gefallen, dieses Zündeln und ständig Feuerwehr spielen, weil dann kann man sich wichtig fühlen und hin und her. Aber du wirst einfach entweder deine Hausaufgaben nicht gemacht haben oder musst eben deine Hausaufgaben in der Zukunft machen, dass du aus diesem Modus herauskommst, dass überall alles brennt. Und das wird natürlich einiges an Denkarbeit erfordern. Was sind die wichtigen Schritte, die ich nebenbei setzen kann, um aus diesem Modus herauszukommen? Weil das ist ja natürlich auch nicht leicht. Klar, wenn dein ganzes Team unter Strom steht, weil ständig überall irgendwo neue Probleme auftauchen, auftreten, wie auch immer, dann musst du natürlich dafür sorgen und die richtigen Schritte setzen. Und das Wichtige ist ja da auch eigentlich immer, und das bringt uns ja wieder zur Struktur zurück, weil da passt irgendwas strukturell eben nicht, ne? Wie kannst du das in die richtige Richtung lenken? Was für Schritte kannst du heute einleiten, damit du morgen da ein bisschen woanders hindriftest und nicht einfach die nächsten 3 Jahre noch immer geradeaus entlang in die Probleme hinein tauchst? Und auch da eben, jetzt sind wir schon bei der Struktur, aber du hast das ähnlich gebracht, ein bisschen vorher, wo du gesagt hast, wie kann man in diese Struktur kommen? Und ich glaube, auch da ist es sehr wichtig, einfach ein bisschen, wir sagen oft, den Tag überlegen oder den Tag planen, die Woche planen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, nicht einfach sich in die Arbeit zu stürzen, sozusagen kopflos, wie man ja auch durchaus sagt, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe dieses und jenes Problem vor Augen. Rennen wir gleich los oder überlegen wir mal, wie könnte ich das angehen? Was sind die wichtigen Punkte? Also ein bisschen, ich möchte argumentieren, ein bisschen das Tempo rauszunehmen, sich konkreter zu überlegen, warum, wie könnte man das eigentlich anstellen, was wäre das Wichtigste, was könnte ich vielleicht mitnehmen, der Quick Win, was könnte ich einfach so schneller mal mitnehmen, was sind Dinge, die wichtig sind, aber vielleicht nicht jetzt möglich sind, was sind Dinge, die unbedingt jetzt möglich sein müssen, weil sie so wichtig sind. Und dann gelingt dir das viel leichter. Und ich finde, und ich möchte argumentieren, das sollte man fast jeden Tag eigentlich angehen und nicht einfach sich kopflos in Arbeit verlieren.